Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Zuschauer. Ihr seht's, es ist Trials Evolution Gold Edition und nicht mehr Civilization 5. An Civilization muss ich noch ein bisschen feilen, damit das Projekt wirklich online-tauglich ist oder Let's Play-tauglich. Da ist zu wenig Action drin, habe ich gemerkt, und irgendwie gefällt mir das irgendwie im Moment nicht. Und da habe ich jetzt mal Bock bekommen, nachdem ich ja mit Trials Fusion, dem Nachfolger von Trials Evolution, momentan eine Pause gemacht habe, weil ich ja durch bin mit dem Content. Bis jetzt habe ich mir gedacht, komm, spielst du mal den Vorgänger, der vom Gameplay meiner Meinung nach ein bisschen geiler ist. Ihr seht, dass ich schon einiges an Medaillen und an Geld habe. Aber ich werde jetzt einfach mal einfach nochmal alles spielen. Kann ja nicht verkehrt sein. Und ihr seht auch, ich habe schon ein bisschen was an Equipment an. Aber vielleicht sollten wir erstmal meinen Typen anpassen, damit er auch fresh aussieht hier. Das ging noch in der Garage, oder? Jo. Haben wir denn hier für fette Sachen? Ich habe ja ordentlich Geld. Ich würde sagen, hauen wir doch mal Raumanzug. Was Fettes raus hier. Den habe ich im Moment, den Stunthelm und Retrohelm. Ich finde das eigentlich ganz cool. Tarnweste mit Ausstattung. Shirt und Schulterpolster. Antike Rüstung. Machen wir mal das hier ein bisschen umgestalten. Sagt mir, wenn euch so ein paar andere Sachen gefallen, aber ich werde ihn jetzt erstmal ein bisschen so fahren lassen. Hier bleibe ich mal dabei. Handschuhe. Sind die eigentlich schon ganz passend? Ich ändere jetzt mal nichts an der Farbe. Und Stiefel machen wir mal irgendwas Passendes hier. Nehmen wir mal die. Cool. Motorräder lasse ich jetzt mal so, oder? Guck ich mal nach. Lol. Okay. Ich wollte nichts auf Facebook posten. Scheiß drauf, anpassen mache ich mal so, das ist zu viel. Gut, wollen wir mal weit fahren? Wir haben den jetzt ein bisschen angezogen, jetzt starten wir mal direkt ins Spiel. Ich habe ja schon genug gelabert. Und zwar fahren wir mit der Rattler 125cc an. Die Steuerung ist genauso wie im jetzigen. Ja, ich werde mich jetzt hier mal durchklicken. Ja, weil das kennt ihr ja schon aus dem, sozusagen aus dem jetzt vorhergegangenen Nachfolger dieses Spiels. Yeah. Wir haben die D-Lizenz, das ist doch schon mal schön. Ein Kinderspiel. Ich werde die Dinger jetzt aber mal mit der besten Maschine spielen, weil ich einfach Bock drauf habe. Außerdem geht es anscheinend schneller. Ach, guck mal hier. Oh, lol. Da ist der Avatar. Der hat mich übrigens wieder auf die Idee gebracht, den Vorgänger zu spielen. Hier mal ein Gruß an ihn. Ja. Der Unterschied zum Nachfolger ist auf jeden Fall, die Grafik ist natürlich ein bisschen schlechter, aber was hier meiner Meinung nach cooler ist, ist, dass der
Blur-Effekt nicht so drin ist, ne? Ist ja ganz schön schnell durchgekommen. So, da bin ich wieder. Ich habe einmal kurz den Geist ausgestellt, weil mich das größtenteils verwirrt. Und ich muss sagen, ich habe das Spiel, also Trials Evolution habe ich seit, ich weiß nicht mehr wann, nicht mehr gespielt. Das muss, wir haben jetzt 2014. Ups. Also verzeiht mir, dass ich hier natürlich, möchte natürlich gut sein, aber ich werde jetzt auch auf den anfänglichen Levels einiges an Fehler machen, weil ich mich halt überhaupt nicht mehr daran erinnere. Und hier hat man gerade gesehen, was das auch eine schnelle Maschine nachteilig sein kann. Weil man natürlich weiter fliegt, als diese Sprünge gedacht sind. Naja, wann habe ich das Spiel zuletzt gespielt? Boah, ey, da habe ich noch in Lübeck gewohnt, aber das ist eine andere Geschichte. Muss Anfang 2012 gewesen sein. Meine Fresse, ey, das ist Ewigkeiten her. Wenn nicht noch 2011. Kann sogar noch Ende 2011 gewesen sein, also. Frontflip for Style. Ah, das war nicht so gut. Cool. Habe ich Zeit verloren. Ja, also ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen. Meine Stimme hört sich nicht so mega geil an. Also eher noch ganz schön näselig und Reibeisen ähnlich, finde ich. Ey. Ja, und ich spiele es einfach durch, damit ihr das seht. Ich werde mich jetzt, ich werde es nicht drauf anlegen, jetzt mich extrem zu verbessern. Oder auf Platin zu fahren. Also. Ihr sollt die Maps sehen und darum geht es mir jetzt gerade erstmal. Ah, Scheiße. Will ich nochmal machen, das war so, bin ich so schnell durchgekommen. Haben wir schon mal, ich habe gerade geguckt, um 70.000 Platzierung verbessert. Wo bin ich jetzt? Ach, Rennsitzprüfung C. Der Piranha. Was wollte ich jetzt sehen? Fällt mir gleich wieder ein. Oh ja. Ja. Ist ja gut. Ja. Ist ja gut. Ach, das soll ich gehen. Ja, Mann. Lass mich doch mal. Wieso darf ich denn hier nicht fahren? Ist der bescheuert? Ja. Ah, oh, meine Fresse. Lass mich fahren. What the fuck? Ich weiß nicht, was da gerade los war, aber ich bin einfach nicht. Ich hab das doch gemacht? Okay. What? So, danke. Merkwürdig. So. Nicht weiter mit beschäftigen, weiterspielen hier. Habe ich jetzt die richtige genommen? Ich glaube schon.
Die Motor, ach ja, ich weiß, was ich erzählen wollte. Die Motorräder steuern sich hier meiner Meinung nach viel besser. Die sind nicht so behindertempfindlich, ey, wie der Unterschied zwischen der Roach und jetzt habe ich schon wieder den Namen vergessen. Naja, jedenfalls der anderen Maschine. Die haben hier einfach, die haben Power, die sind ein bisschen schwerfälliger, das gefällt mir. Oh Gott. Das war nicht so cool. Platz 100.000. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen, da muss ich besser sein. Also, ihr seht, ich will mindestens unter die besten 100.000 weltweit kommen, ey. Und meine Fresse, ey, also hier der Avatar, der muss ja echt die Ruhe selbst sein. Also, ganz ehrlich, ey. Ich habe einfach das Problem, dass ich mich bei solchen Spielen, wenn ich einen Fehler mache, immer so in den Arsch beißen könnte, dass ich eher einen Herzinfarkt erleide, als dass ich hier mal eine Map fehlerfrei mache, beziehungsweise mich so lange dran setze, die fehlerfrei zu machen, dass ich es dann endlich hinkriege. Ja, also der Satz war auch wieder richtig Premium geredet, aber was soll's, ey. So. Besser. Nein, wie gesagt, ich habe einfach nicht die Ruhe da. Wenn ich einen Fehler mache, dann werde ich sofort sauer. Ey. Und wenn ich zweimal die gleichen Fehler mache, werde ich noch besauerer. Ey. Meine Fresse, ey. Ich habe lange gearbeitet, ich habe einfach keine. Und bin noch ein bisschen krank. Das hoffentlich entschuldigt mich. Oh. Über meinen mindermäßigen Wortschatz im Moment. Ich habe schon wieder den Anfang des Satzes vergessen. Also wirklich, meine Konzentration ist gerade niedriger als Raumtemperatur, Weltraumtemperatur, muss ich dazu sagen. Das könnte knapp werden, ja. Da bin ich schon unter den besten 100.000, deswegen mache ich einfach weiter. Ah, es tut mir leid, dass ich meine Nase hochziehe. Aber ich würde sagen, Schnauben hört sich für einen noch bescheuerter an. Frontflip. Ach ja, ich kann euch mal erzählen, wie ich zu diesem Spiel gekommen bin. Und zwar habe ich das bei den Leuten von Rooster Teeth gesehen, den Achievement Huntern. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber das ist so eine Truppe von Texanern, beziehungsweise generell einfach Amerikanern, die halt sich irgendwie alle in Austin, Texas getroffen haben und dort angefangen haben mit anfänglich Achievement-Videos zu machen, halt auch humoristische und lustige Videos. Wie zum Beispiel den Multiplayer hier von dem Spiel. Ich sage euch, wenn ihr ein bisschen Englisch versteht, ja, schaut es euch an. Es ist einfach nur göttlich. Es ist so lustig. Es sind einfach diese Charaktere sind, beziehungsweise die Typen von Menschen sind einfach, haben einfach Humor. Es ist einfach geil. Also das ist einfach so lustig. Und besonders die Lache von Jeff ist unbeschreiblich. Also wenn der einmal anfängt zu lachen, der steckt jeden an. Naja. Damit den Exkurs. Ja, meine Fresse. Jo. Oh Gott.